Akon aus Senegal hat uns geschrieben auf unseren offiziellen Account info@idealfilms. Der hat geschrieben, ich will meine Flucht von Senegal nach USA verfilmen. Ich will das Ideal. Jetzt sind wir schon wieder hier am Start auf dem Spektrum Festival. Backspin TV natürlich, Chillo und Abdi. Endlich mal wieder tausendmal gesehen, aber jetzt kriegen wir uns endlich mal zu Gesicht und schnacken ein bisschen. Ui, ey, Chillo, Uhrmann, Safatine. Ui, Safatine. Was geht? Cool, cool, cool. Cool, dass wir endlich mal ein bisschen schnacken können. Leider habe ich mal eure Show nicht ranziehen können, eben, weil ich ein bisschen arbeiten musste. Aber da ist ja einiges passiert. Ne? Was ist denn da passiert? Erzähl mal ein bisschen. Wie, was meinst du, was passiert? Ja, auf der Bühne so. Auf der Bühne, ja, heute war es so turbulent, ja. Wie Chillo und Abdi auch sind. Ich bin aus, gestern Nacht aus Bosnien frisch reingeflogen und Abdi war noch auf der Autobahn und was war der Alarm für Cobra 11, war irgendwas da? Also Semir Gerkan, der von mir Pakete nimmt, der tut immer so, als würde der Feuer löschen auf der Autobahn. Dabei, wir machen immer Übergaben, gerade da, wo die Feuers brennen. Schönen Grüße an Semir Gerkan, der auf seine Bellstaff-Jacke und auf jeden Fall Chillo Dracht 5, straight out of Bosnia-Herzegowina, ist direkt von Sarajevo nach Hamburg eingeflogen. Ja, und dann, ja, wie gesagt, zum Glück war unser Brudi Ufo da und er hat so die ersten 10-15 Minuten gerettet, bevor Chillo und Abdi dann komplett zusammen waren, fusioniert waren, weißt du? Übernommen sozusagen. Genau, also er hat die 10-15 Minuten gemacht und dann haben wir was Geiles gemacht. Wir haben einfach unseren Track BLN FFM da performt. Sogar die Übergabe Ufo zu Chillo und Abdi und dann ja, haben wir unsere Show gemacht. Abriss, attackiert, rasiert. Sie sind alle ausgerastet, auf jeden Fall Hamburg, geiles Publikum. Und ja, das, dieses, kennst du die Kirsche auf diese Sahne? Auf der Sahne, genau, ja. Da kam noch auf Hazebusters, Zumbeat, Bones MC und Jizzes. Mit direkt auf die Bühne. Genau, Ebbe und Flut haben die performt auf dem Beat, das gab es auch noch nie auf jeden Fall. Okay, also cool. Deshalb, falls jemand in Deutschland in Frage stellen möchte, dass Hip-Hop keine Community ist, soll diese Person, die das in Frage gestellt hat, einfach mal ganz hart seine Mutter in den Arsch steffen, ohne Kondom, Blanco. Guck mal, jetzt so Lifestyle-Entwicklung, wie hat sich das bei euch eigentlich verändert von Anfang an, wo ihr kennengelernt habt bis jetzt? Jetzt spielt ihr überall auf allen Festivals, seid überall dabei, ja, aber gut, was hat sich verändert? Man hat sich etabliert halt eben, irgendwann muss es ja soweit sein, halt bei uns war es mit dem ersten Tape, hat sofort geklappt und das ist ja auch dann nur eine Frage der Zeit, bis du dir da einen festen Standbein aufbaust. Wir haben uns ein Label aufgebaut zusammen mit unserem Manager Sin, wir machen das zu dritt. Unikat, Unikat! Und ja, und Alexej ist gereift, Nimo ist am Reifen und... Die sind wie Gouda-Käsast. Also, die zerfetzen, zertrümmern, zerschmettern. Also da wird doch einiges noch auf die Hip-Hop-Landschaft, die deutsche, zukommen. Auch auf die europäische, besser gesagt. Breitet ihr euch aus da, oder wie? Ja, wie gesagt, wir werden hier überall gehört, egal in welchem Land wir sind. Also erkennen uns auch Leute und das ist echt, das wundert mich manchmal, wo in anderen Ländern, auch Dänemark oder... In Polen oder... Wir waren in Bulgarien, uns haben Leute angesprochen in Sofia, wir waren im Diplomatenviertel, wir haben da residiert. Da, wo sogar Dings von Scarface, der Regisseur, gewohnt hat, Brian De Palma. Also ich habe nur sein Foto gesehen, aber da kamen Leute zu uns aus Bulgarien, Einheimische, die haben gesagt, ey, tut mir leid, dass ich das frage. Ich frage euch gerade nicht hier, ob ich Kleingeld von euch bekommen kann oder sonstiges, sondern ihr seid doch Chillo und Abdi und so. Ich habe gesagt, ja, Bruder, wir sind es. Und er hat gesagt, guck mal, sogar wir hier in Osteuropa, in Bulgarien, in Sofia, im Diplomatenviertel, wir feiern euch total. Und wie gesagt, wir strecken unser Netzwerk immer weiter aus, wie die schwarze Witwe, wie eine Seuche, wie Cholera, wie Pest. Wir sind einfach da, ihr habt keine Chance, ob ihr es mögen wollt oder nicht, ihr habt keine Wahl. Ja, also auf jeden Fall Aslaks in the house und fertig, finito, bandito. Genau, aber jetzt so, guck mal, wie ihr euch ja kennengelernt habt, ihr kennt ja schon, was weiß ich, wie viele Jahre. Bam. Von Anfang an, wo ich kennengelernt, habt ihr euch gedacht, dass ihr genau diesen Weg gehen könntet? Was heißt, haben wir uns gedacht? Wir sind einfach diesen Weg gegangen und du gehst immer in eine ungewisse Zukunft, egal was du machst. Wenn du an etwas natürlich, wenn du an dein Talent glaubst, dann weißt du auch, dass du was erreichen kannst auf jeden Fall, weißt du? Das ist es, aber wie gesagt... Ich hoffe, alle Mila Ayohara-Zuschauer und Tsubasa Ozora-Zuschauer und Gregor, du weißt, Marius' Schwester hat gebaggert, hart im Wald damals. Das war hart, Alter. Deswegen. Jetzt kommen die Storys raus. Ja. Jetzt kommen die Storys raus. Deswegen, ihr wisst. Ja. Aber das sind die besten Ehen, auch die geführt werden, auch in Nador. Wenn man gerade seine Cousine wegheiratet, dann sind es die besten Ehen, die auch geführt werden,
Deswegen, liebe Leute, glaubt, haltet an euer Herz fest. Man kann auch von dem besten Freund die Schwester heiraten. Das heißt doch nichts. Dann Schwibschwager, er ist eh schon bester Freund. Man hat zusammen schon Schlägerei gehabt auf Fußballplatz. Flasche weggehauen bei DJK Zeilsheim auf Kopf von Chiri und so. Das war die Metapher von den RTL 2s und so. Ey, das ist ein wildes Pikachu! Aslak Level ist da, wie der Name schon sagt. Und ja, was soll ich jetzt sagen, Alter? Wir sind ja auch nicht die Deutsche Post, weißt du? Klar. Wie war das so für euch, so die Höhen und Tiefen in eurem Rap-Game? Habt ihr da irgendwie mal gedacht, so, okay, alles klar, ich könnte das mal an den Nagel halten? Oder gab es da überhaupt so einen Moment, wo ihr gesagt habt, geht nicht? Wie meinst du? Es gibt kein geht nicht. Du machst einfach. Also, weil, wie man das, wenn man es beobachtet hat, wir haben immer einen konstanten Anstieg gehabt und das hat sich ja auch alles ausgebreitet mit der Zeit. Also, ich habe mir da eigentlich jetzt keine Gedanken über Rückschläge gemacht. Ich habe da eigentlich schon nach vorne geblickt. Einfach durchgezogen und Emile Ayohara. Und Gott sei Dank, uns geht's gut. Wir sind am Machen. Wir sind, also wie gesagt, wir sind noch gar nicht, ich sehe mich auch gar nicht am Ende meiner Reise. Weißt du, was ich meine? Auf keinen Fall. Also da wird noch einiges auf die Rap-Hörer, nicht nur Rap-Hörer auch. Wir werden auch, denke ich mal, Leute, die gar nicht Rap gehört haben, eine Ambition dazu geben, uns zu hören sozusagen, weißt du? Also ihr habt ja auch schon einige Filmerfahrungen gemacht, beziehungsweise jetzt beim Coup, beim Kurzfilm, dann noch bei den nächsten Filmen Drei Türken und ein Baby. Yeah. Da habt ihr auch mitgemacht. Yes. Was war das denn für, war das ein Ausrutscher oder habt ihr da Bock drauf weiterhin damit? Ja, was heißt, wie kommst du jetzt auf Ausrutscher? Waren wir so schlecht oder was? Nein, ich meine jetzt damit, also war das jetzt nur ein ungeplanter Exkurs, so nach dem Motto? Nein, das ist wir haben Bock drauf. Wir sind ja auch so Typen, Alter. Wir können, ich glaube, wir haben gute Ambitionen darauf. Eben. Dazu, weißt du? Und Butzbach, erwachsenen wollte. Bruder, wenn das mit Zufall zu tun hat, dann muss ich ja wirklich nach Hadamar eingeliefert werden. Ja, weißt du, was ich meine? Bitte dich, das ist alles Schauspielerkunst. Ja, eben, das meine ich. Mein Bruder Blasis hat die gesagt, richtige Frage, hat gesagt, die richtige Frage war er hat gesagt, Bruder, du musst nur noch Psycho-Thriller drehen, du musst Dings im Schweigen der Lämmer 14 aufnehmen. Bruder, das ist alles Schauspielkunst. Also wie gesagt, Gott hat uns diese Gabe gegeben, dass wir... Habt ihr darauf Bock, noch weiterzumachen? Natürlich, also... Michael Bay hat mich angeschrieben in Facebook, ich habe blockiert, weil er nicht weiblich war. Ich nehme nur weibliche Kandidaten. Michael Bay, ja. Ich habe gesagt, Michael Bay zur Seite, du... Ja, also wie gesagt, Drei Türken, ein Baby, jetzt Kuh haben wir gespielt. Wir waren auch bei Echo in der Serie. Genau. Das war in der Geschichte von ZDF Neo die höchste Einschaltquote bei dieser Staffel und ich denke, das spricht für sich. Und deswegen, da können, wie gesagt, man muss immer eine gute Mitte finden zwischen diesem Rap natürlich und auch dieser Filmbranche. Aber wenn man jetzt in die USA schaut oder nach Frankreich, ist es ganz gang und gäbe. Also dass ich das vermischt. Ja. Eben, ganz genau, deswegen meine ich das. Also deswegen sollten die Leute auch nicht so einen Stockenarsch haben vor sowas. Ja. Da ist Motrip, er winkt uns gerade zu, guck, wir kennen Motrip und so. Was geht ab, warte? Ich liebe ADS auch. Ja, das war's eigentlich alle. Kommen da noch andere Projekte bezüglich des Films? Ja, seid gespannt, auf jeden Fall. Wir werden ja jetzt nicht den Hammer an die Wand hängen, Alter. Weißt du? Also Dings, Said von Laien. Der hat mir geschrieben auf Arabisch, ich muss mit Google übersetzen, das sind Ziffern, weil ich kann nicht alle Buchstaben. Drei Stück kann ich nicht, die sind voll schwierig. Ha, Ha und La, da habe ich immer Probleme. Und der hat mir geschrieben, der hat gesagt, ja, wegen Dings Oceans 16, wo Vince Cassell mitgespielt hat, Said und so, die sind alle Freunde, die haben gesagt, lass uns so alle versammeln, wir machen Oceans 24 und wir tun so, als würden wir einen Film drehen, dann machen wir wirklich ein Juwelier auf, Juwelier weggemacht und so, dies, das. Und ja, wir sind Schauspieler. Man muss immer gucken, Pink Panther Gang, ich grüße die Audi-Werke, Audi RS6, du weißt, Kickdown, keine Polizeistreife hat Chance, kein Motorradpolizist, wenn du im Audi RS6 auf die Kickdowns drückst, kannst du sogar alle Kleingeld, sogar Euro Kleingeld Münzen an Bord haben, die Motorräder von den Polizisten, die wurden korrekten Typen, Söhne, Bastarden, korrekten Leute, wie gesagt. Ja, auf jeden Fall auch Said von Hass hat uns ja auch Props gegeben für das Video damals, was wir gemacht haben, für Hani und Olex. Da haben wir den Film nachgestellt und ja, er hat das gesehen. Sehr cool. Und dem hat das auch gefallen. Und wie gesagt, wir sind auch hinter der Kamera aktiv mit unseren Managers hin. Cool.
der macht es hauptsächlich auch, der kümmert sich darum, der hat Ideen. Ich setze mich mit ihm zusammen, dann machen wir ein paar Skripte, schreiben das zusammen, top. Ideen austauschen. Und genau, das ist, was wir meinen. So ist auch zum Beispiel das Video für Sidio und Hannibal entstanden, das haben wir ja gemacht. Okay. Und das ist auch eine gute Resonanz. Und wie gesagt, wir versuchen uns auf jeden Fall breit zu fächern, top, mit unserem Talent, top, und unseren Ideen. Und es läuft alles, es läuft alles in eine andere Hand. Und wie gesagt, ich denke, cool, cool. Die Fans wird es freuen und wie gesagt, wir haben Spaß daran. Ja. Auch Dings, Akon aus Senegal hat uns geschrieben auf unseren offiziellen Account info@idealfilms. Der hat geschrieben, ich will meine Flucht von Senegal nach USA verfilmen. Ich will, dass Idealfilms das aufnimmt, weil locked up, ich bin in Abschiebehaft. They won't let me out. Akon hat uns geschrieben, nachdem er Gina Wild einmal in Frankfurt weggebrettet hat, weggeflankt hat, hat er gesagt, dies, das, ich möchte, dass ihr meine Flucht von Senegal bis nach USA, wo Gina die, Wild. Er hat, ja, von über Gina Wild bis Lady Gaga entdeckt, Dings, Leute, die Plan haben, wissen, Convict. Aber unser Problem ist jetzt, den Darsteller für Lady Gaga zu finden, also das ist das Hauptsächliche. Ja, wir sind gerade an der Dings, wie heißt es, an der großen Freiheit. Wir machen bald da Casting für ein paar Transen, die dann Ladyboy Gaga mit Assige Beine, Bruder, dann imitieren können. Und ja, wie gesagt, schöne Grüße an Akon, Senegal, Maghreb, Senegal, Lorusco. Schöne Grüße an Safio, schöne Grüße an RR, Ideal Films. Wir verfilmen bald ein paar Stories von Menschen, Real Life. Also da kommt auf jeden Fall noch einiges auf uns zu. Ja. Sehr gut. Also wie gesagt, seid gespannt, abonniert den Kanal, chill und ab die Aslaks auf YouTube, 385 Ideal-Kanal abonnieren, den Aslaks-Kanal sowieso und Backspin könnt ihr auch abonnieren, wenn ihr Bock habt. Du bist der Young Man. Alles gut? Alle reden von dir. Schönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Wir sind hier on live on the MRB to Till B. Mit Young Hearn, mein Mann. Was geht ab? Sag was. Cello Velo. Wie haben wir beide uns kennengelernt? Facebook? Splash? Oder? Wann habe ich dich immer angerufen? Nach Mitternacht? Oh, irgendwann in der Nacht, da ruft mich an, so Video-Chat. Yeah, was geht? Ich penne so fast. Ey, schöne Grüße gehen raus an Young Hearn. Bester Mann. Wie in FFM. Ihr wisst Bescheid. Young Hearn in the house. Kappentausch kurz. Bäm, Michi Schumacher. Meine Kappe kostet 210 Euro. Pass auf, was du machst. Spaß. Ey, Young Hearn, ihr wisst Bescheid, Digga. Frankfurt FFM, Bianco, Noki, ja, ich rufe ihn mein Noki, ja, Fernando. Fernandito! Was geht, Bruder? Alles gut? Festivalerfahrung technisch, ihr seid ja 2016 wie immer überall am Start gewesen. Was war das beste Erlebnis 2016? Also, das beste Erlebnis 2016, ich grüße alle Techno-Raver, alle auf Bader, alle auf Togal geankerte. Ich war auf einem merkwürdigen Verhalten. Und ich habe gestern kurz eine Runde gedreht auf der Nature One. Meine Schuhe waren weiß, die sind weiß geblieben. Das heißt, ich habe nur wirklich eine Runde gedreht. Ich grüße alle Techno-Raver worldwide. Schöne Grüße von Chelo und Abdi, die Deutsch-Rapper After Hour. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten, was die... Damit du weißt, Bruder. Ich komme eigentlich aus der Elektroszene. Hier ist ja gleich auch ein Festival nebenan, noch ein Elektro-Festival. Da? Ja, das ist ein Elektro-Festival. Ja, ich war auch gerufen, aber ja, die haben nicht so viel Geld. Ich war schon auf dem Nature One gestern kurz. Ich war auf dem merkwürdigen Falten. Wie gesagt, ich grüße alle Leute. Was die Deutsch-Rap-Hip-Hop-Festivals anbelangt, gebe ich weiter an meinen Bro. Was sagst du, was war der beste Festival-Moment 2016? Jetzt dieses Jahr, was wir gemacht haben. Ja, da wäre noch, also das Jahr ist noch nicht vorüber. Also... Da wird es auf jeden Fall noch ein Festival geben, wo wir zu Gast sind. Das ist das All Area Festival. Okay. Und das ist das erste Hip-Hop-Festival. Oh, Bruder! Also darauf freuen wir uns richtig, weißt du? Also okay. Ich bin da jetzt nicht so. Ich habe jetzt viele Festivalerlebnisse, auch letztes Jahr, aber es ist mal was anderes in seiner eigenen Stadt, in seiner eigenen Region. Ja, das ist natürlich immer was anderes. Und da freuen wir uns richtig. Ja. Da werden. Chill und Abdi zu Gast sein, da wird Nolex Tesh zu Gast sein, Nimo, die 187 Straßenbande, Chata, Haftbefehl und Zuna AZ. Zuna AZ, also was Creme de la so Creme des deutschen Straßenraps, würde ich sagen. Was will man mehr? Was will man da mehr? Und das wird ein krass Abriss. Also nach dem können wir überhaupt erstmal darüber reden. Ja, dann kannst du mir mal die Frage stellen, was da. Weißt du, was ich meine? Vorbei. Weißt du, was ich meine? Okay, cool. Lassen wir das alles so stehen. Ich danke euch auf jeden Fall kurz. Will auch gar nicht weiter stören. Feiert mal noch ein bisschen. Habt noch eine schöne Zeit in Hamburg. Auf jeden Fall. Ich danke dir. Und ihr wisst Bescheid, abonniert Backspin TV. Danke, Bruder. Du weißt, immer objektiv, neutral. Backspin, du weißt, Aslaks, 385 Ideal, Cello und Abdi, Backspin, wir sind raus, peace. Tschüss.
This here is hip hop. Word up. Stop looking, listen. Backspin.